Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pixelgun 3D hier auf meinem Kanal. Wieder mal recht herzlichen Dank bei dir fürs Einschalten. Eine der meistgestellten Fragen von euch unter den Kommentaren in den Streams ist eindeutig: Hey Danny, wie komme ich in deinen Clan? Oder: Hey Danny, ich habe dir eine Clan-Anfrage gestellt, kannst du die bitte annehmen? Ja Leute, es gibt nämlich so viele Clan-Anfragen, dass ich einfach nicht alle von euch in meinen Clan annehmen kann, so gern ich es auch tun möchte. Deswegen habe ich mir ein System überlegt, dass so viele wie möglich von euch sich im Clan beweisen können. Denn momentan ist es ja so, dass ich einmal in der Woche meinen Clan aufräume und dann neue aufnehme. Aber das ändert sich jetzt. Da wird ein neues System eingeführt, das ich mir hier überlegt habe. Und wenn ihr vielleicht schon bemerkt habt, wenn ihr vorbeigeschaut habt, es sind nur 19 Mitglieder im Clan. Er ist nicht voll, deswegen sind wahrscheinlich auch vermehrt die Fragen aufgekommen, wie jetzt Leute in meinen Clan kommen. Aber das hat einen guten Grund, wieso hier ein Platz frei ist. Aber das werde ich euch alles noch erzählen, Leute. Ich würde sagen, wir wärmen uns jetzt mit einer Runde hier auf bei der Punkteeroberung. Und dann zeige ich euch, beziehungsweise sage ich euch, wie ihr hier am schnellsten in meinen Clan kommt. Und dann hoffe ich, dass sich die Fragen etwas minimieren hier unter meinen Videos beziehungsweise in meinen Streams und dass ihr da mir andere Fragen stellt. Ich habe schon zwar oft versucht, in den Streams zu erklären, aber es ist wahrscheinlich noch nicht ganz so angekommen. Deswegen mache ich heute ein Video, wie ihr in meinen Clan kommt. So, Punkteeroberung, los geht's. Komm, weg mit denen. So, und jetzt hoffentlich können wir das gleich mal einnehmen. Wo haben wir denn hier die Gegner? Da oben läuft einer, okay. So, einfach nur mal aufs... So hinzielen. So, den haben wir. So, da oben ist... Die haben den aber schon wieder ein... Wow! So, da haben wir den auch zerstört. Wir verwandeln uns in den Mech. Ja, die Gegner sind ja schon besser dran. Der hat sich unsichtbar gemacht. Ist aber weg. Da ist noch einer. So, der ist auch weg. Ist da ein Gegner? Nö, da ist kein Gegner. Das ist einer von mir. Ich schaue dann schon mal weiter. Dann haben wir eigentlich alle, wenn wir den jetzt auch noch haben. So, Kill-Unterstützung. Ja, der gehört zu mir. Den brauche ich nicht hier zerstören. Den muss ich hier zerstören. Aber jetzt geht es ordentlich ab, Leute. Wie viele Kills wir hier haben. Wie viele Kills wir hier haben. Den haben wir auch noch. Mega gut, mega, mega, mega gut. Aber verdammt, da haben wir das nicht geschafft. Wir holen auf. Wir holen auf. Punkteeroberung ist ja wirklich so ein spannendes, Spielmodus, muss ich sagen. Wupp. Wupp. Aber es läuft. Es läuft ziemlich gut, muss ich sagen. Haha. So, da mal eine Atombombe hin. Und der Gegner hat sich das gleiche gedacht. Die Gegner haben sich hier das gleiche gedacht. So, wir haben einen Mecha-Kill. Ja, viele von euch sagen immer: Danny, wieso schießt du mit der Shotgun von so weit weg drauf? Leute, es hat einen Sinn. Es macht trotzdem viel Schaden. Das Ultimatum macht trotzdem so viel Schaden beim Gegner. Das geht ordentlich ab. Und wir dominieren hier ordentlich, muss ich sagen. Die Gegner bekommen momentan keine Punkte. Das ist gut. Wir holen auf. Wir holen sehr schnell auf. Und sie kämpfen wirklich um diesen einen Punkt da hinten. Da wird so gefightet. Wow, ist das ein knappes Spiel. Und wir sind vorne. Wir sind vorne. Mein Team hat hier... Hat sie geschafft. So, Haushälter, ja. Nächstes Kill, nächster Kill. So, den holen wir uns auch gleich mal, wenn er nur so blöd herumsteht. Und das sieht sehr, sehr gut jetzt für uns aus. Wir haben, glaube ich, alle Punkte. Nö, den da unten nicht. Den haben gerade die Gegner hier eingenommen. Aber den holen wir uns gleich. Den holen wir uns gleich. Wir brauchen nur noch 100 Punkte. So, können wir uns da den Mech-Kill holen? Können wir uns da den Mech-Kill holen? Nö. Ey, lass mich doch die Waffe wechseln. Ich schaff's gerade nicht, die Waffe zu wechseln. Was für ein geiles Match. Was für ein mega geiles Match und ein spannendes Match, Leute. So, wir haben den Sieg. 55 Pokale und wie ihr seht, ich bin wieder über den 4000 Pokale. 4100 Pokale und ich bin auf dem Rang 1 von meinem Team, obwohl ich erst nachträglich eingestiegen bin. Mit 13 Kills, 960 Punkte und das kann sich schon sehen lassen. Und wir können hier auch eine Truhe hier öffnen in meinem Clan. 60 Erfahrungspunkte. Wow, was für ein Match, Leute. Was für ein Match. So was Spannendes habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und ich war, glaube ich, jetzt mal gar nicht so schlecht. Das ging jetzt schon ordentlich ab. Ja, wir können, glaube ich, auch eine Truhe öffnen. Also nicht im Clan, sondern hier beim Halloween-Event. Nö, ich möchte jetzt nicht noch eine Runde spielen. Das hat mir jetzt ziemlich gereicht. Huch, ich bin voller Adrenalin. Danke für den Lobby-Like, lieber Schwert hier. Wow, wir haben ganze 14 Schlüssel. Das machen wir, nachdem ich euch das erklärt habe. Ich gehe jetzt gleich mal in meinen Clan hinein.
das öffnen wir hier. Und ja, ich fange schon jetzt damit an, das hier umzusetzen. Wie schon gesagt, es ist ein Platz frei. Wieso ist ein Platz frei? Damit ihr mir hier Anfragen stellen könnt. Um euch zu zeigen, wie viel Anfragen ich habe und wieso es nicht so schnell geht, dass ihr in meinen Clan kommt, zeige ich euch mal die ganzen Anfragen. Ihr seht schon, es lädt ewig und das sind so die ganzen Anfragen. Wenn man hier mal unten ist, dann kommt man auch rein. Vielleicht seht ihr euch. Grüße gehen raus an euch alle. Vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen Anfragen. Und ich sehe auch immer so oft, die gleichen, also ähnliche Namen wie ihr, so wie ich heiße, so wie Danny Online Fan oder auch Danny Online, finde ich richtig, richtig cool. Aber bitte nennt euch nicht Danny Online. Ah, das finde ich irgendwie immer blöd, wenn die gleich heißen, weil es verwirrt eben auch andere Spieler, die dann denken, sie sind mit mir im Spiel. Deswegen bitte nicht Danny Online nennen, Danny Online Fan oder so, ist ganz okay, da freue ich mich auch drüber. So, ihr seht schon, Leute, die Saison läuft hier schon mega lange eigentlich wieder. Und es gibt so viele Spieler, ich mach mich mal hier weg, die haben hier einfach keine Medaillen noch gesammelt. Und oft ist es einfach so, dass sie ewig lange keine Medaillen suchen, auch so 3-4 Tage drinnen. Und es ist halt wirklich schwierig für mich, denn ich möchte gerne mal zum Beispiel den Prototype S haben. Ich möchte auch mal den Neo-Kämpfer haben oder den Auslöscher, den ich ja momentan so extremst hasse wegen diesen schwarzen Löcher. Nur das ist eben nicht möglich, wenn der Clan hier keine Medaillen sammelt. Man kann hier auch in seinem Clan, also nichts bauen in der Clanburg und deswegen ja, ist es ziemlich zäh, wenn man hier keine Medaillen sammelt. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kicke jetzt jeden zweiten Tag alle, die 0 Medaillen haben, um einfach ja euch zu motivieren und auch mich zu motivieren, hier zu spielen und ja, damit einfach das Ganze schneller geht, denn ich möchte eben auch im Clan mehr erreichen, mehr Waffen freischalten, um die euch zu zeigen, eine bessere Clanburg zu bauen, um hier besser bei den Belagerungen zu sein, eben einfach auch fair gegenüber denen, die was in dem Clan sind und sich bemühen, so wie zum Beispiel hier der Becker King oder Bro Killer Pixel Gun, die einfach sehr, sehr viele Medaillen sammeln, um hier den Clan weiterzutreiben. Dann gibt es eben so viele hier in meinem Clan, die einfach 0 Medaillen sammeln. Deswegen muss ich einfach die Frequenz erhöhen, wo ich Leute rauskicke. Deswegen werde ich jetzt schon in diesem Video Leute aus dem Clan werfen, damit ihr auch seht, dass ich das jetzt wirklich mache. Und wenn ihr in meinen Clan kommt, dann sofort Medaillen sammeln. Wenn ihr eine Medaille sammelt, ist das schon okay nach 2 Tagen. Aber es wäre halt, ja, 0 werden dann halt rausgeschmissen und wenn dann am Ende der Woche eine bestimmte Zahl, meistens so 5 Medaillen nicht überschritten werde, werde ich auch noch die kicken, damit einfach, ja, das einfach schneller geht, das Durchwechseln. Wenn ihr dann sagt, oh verdammt, ich bin nicht mehr im Clan, ich muss das schneller machen, ja, dann habt ihr eben auch wieder die Möglichkeit, weil ich eben so schnell wieder Leute raushole, dass ihr wieder reinkommen könnt, indem ihr dann erneut eine Anfrage stellt. Deswegen ist auch immer ein Platz frei, Leute, ich nehme wieder 2 Leute an. Das war jetzt ein blödes Beispiel, weil ich eben hier, weil ich jetzt nicht genau schauen kann. Ich meine, ich habe es mir jetzt gemerkt, wen ich hier angenommen habe, steht ja auch da. Und werde nach dem Video dann die restlichen rauswerfen aus dem Clan, die jetzt 0 haben und dann eben auch neue mit reinnehmen. Damit das Ganze schneller geht, damit auch die, was im Clan sind, hier ja, mehr davon haben, damit sie die Waffen freispielen können. Denn die Clan-Truhe wird eben nur gefüllt, wenn der Clan hier Medaillen holt. Die Gewinnertruhe sind für die, für mich selber, wenn ich 25 Medaillen jetzt sammle, das zieht ja auch 20, dann bekomme ich die Gewinnertruhe. Und ja, tägliche Truhen, sagt schon der Name, sind eben tägliche Truhen und so wird das System jetzt laufen, deswegen auch immer ein Platz frei, ansonsten könntet ihr mir keine Anfragen stellen, sonst würde das System nicht funktionieren mit rausschmeißen und Anfragen, denn sonst würdet ihr keine Anfrage stellen können und ja, dann könnte ich nicht gleich wieder jemanden aufnehmen. Ja, für alle, die es schaffen, dann in meinen Clan. Ich hoffe, dann schaffen sehr, sehr viele. Wenn ihr euch anstrengt, bleibt ihr drinnen. Wenn ihr nicht so oft spielt, dann fällt ihr eben raus. Aber dann wart ihr wenigstens mal im Clan, Leute. Müsst ihr verstehen, dass ich das jetzt so mache. Weil, ja, einfach der Fairness gegenüber zu denen, die auch viel spielen. Und auch, damit ich euch dann zeigen kann, die ganzen Clan-Waffen. Denn Prototype S, so eine mega gute Waffe sein, möchte ich auch gerne haben. Aber wenn eben nichts gefarmt wird, ich hier mir nichts holen kann, ist es halt sehr, sehr, sehr blöd für mich, muss ich sagen. Und ich möchte euch eben gerne diese Waffen zeigen. Ich würde sie mir auch kaufen, aber da hat Pixel Gun, ja, ihr wisst ja, Pixel Gun, wenn es ums Geld geht, da holen sie schon mal gerne Geld aus den ganzen Taschen raus. Denn ich kann ja euch mal zeigen, wie viel der Prototype es kosten würde, wenn ich mir den kaufen würde. Denn ich müsste mir 36
36 Teile kaufen. Komm, Pixelgun hängt sich mal wieder auf. In letzter Zeit zu oft, muss ich sagen. Das finde ich überhaupt gar nicht gut, dass sich das so oft aufhängt. Komm, komm zum Prototyp. Verstehe ich nämlich, die Musik, die bleibt da, aber alles andere, naja. Ach ja, wenn wir schon dabei sind, das, weil es sich gerade aufhängt. Falls dir dieses Video gefällt, auf keinen Fall vergessen, hier einen Daumen nach oben zu geben. Nach diesem Match, den ich das, was ich da geliefert habe, müsste ich mal schon einen Daumen nach oben geben. Pixelgun! Hängt sie sich bei euch in letzter Zeit auch so oft auf? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare hinein. Pixelgun! Ja, und sowas raubt mir dann oft den letzten Nerv. Dann möchte ich euch nur zeigen, wie viele Prototypen. Pixelgun weiß wahrscheinlich, weil ich jetzt was Negatives sagen möchte darüber, dass sie sich jetzt einfach aufhängt und sagt, nö, kannst du nicht zeigen. Kannst du einfach nicht zeigen, das zeigen wir dir schon. So, jetzt geht's. Da kann ich auf Kaufen klicken. Kaufen. Und es kosten einfach 20 Teile 10,99 €, was eigentlich billig ist, denn andere Waffen, diese mythischen Waffen, wo man ja weiß nicht, wie viel 100 Teile braucht, die sind ja so extrem teuer, die kosten ja gleich mal, weiß nicht, 100 Euro für 100 Teile, kaufen, ja, 150 Teile, 110 Euro für eine Ingame-Waffe, ja, das ist ein anderes Thema, das lassen wir, vielen Dank fürs Zusehen, Daumen hoch, wenn es gefallen hat, Abo da lassen, falls du neu bist und die Glocke aktivieren, damit du nichts mehr versäumst auf diesem Kanal, wäre auf alle Fälle richtig, richtig cool von dir, Dankeschön, wir sehen uns, bis dann, mach's gut und haut rein, ciao, ja.